Die nächsten 2 Tage haben wir in der Küstenstadt Siebenik verbracht. Am ersten Tag haben wir nicht allzu viel unternommen, gegeben meines Fußes. Sind wir nur ein bisschen durch die Stadt geschlendert, haben uns an den Strand gesetzt und ich habe abends noch eine Trainingsrunde am Strand gemacht. Sehr fortschrittlich hier, dass die einfach Trainingsgeräte immer am Strand haben, also sehr nice. Und was ich sehr cool fand, ist, von unserem Hotel aus gab es einfach eine Kletterwand zum Strand. Was uns auf jeden Fall auch beide gewundert hat, ist, dass sie anscheinend Salzwasserschwäne leben. Gut möglich, dass die Einheimischen sie auch einfach füttern. Den zweiten Tag haben wir uns mit der Fähre übersetzen lassen. Die Fähre ist mit Hin- und Rückfahrt immer noch billiger als ein Tagesticket bei uns zu Hause. Da guckt selbst Kashi dumm aus der Wäsche. Die Strände sehen auf jeden Fall sehr nice aus. Vor allem das blaue Wasser. Vor was man sich allerdings in Acht nehmen sollte, ist der kieselige Boden. Wenn du hier barfuß läufst, dann. Extra aus dem Urlaub mitgebracht für euch. Ein bisschen Meeresrausch. Als wir auf unser Wassertaxi gewartet haben, habe ich noch versucht, ein wenig die Unterwasserwelt zu filmen. Vielleicht auch, weil ich traurig darüber war, dass ich nirgendwo eine Taucherbrille finden konnte. Zumindest wurde ich dann mit diesen sehr nicen Shots belohnt von einem fahrenden Boot, das auf die Stadt zusteuert, das ich bestimmt irgendwann in weiteren Videos gut verwenden kann. Wir sind dann noch ein wenig durch die Stadt geschlendert und wie man hier sieht, muss man halt schon sagen, die Architektur ist halt wirklich sehr altbelassen, altertümlich, so ein bisschen italienisch würde ich sogar sagen und die ganze Atmosphäre ist auf jeden Fall wohlwollend. An dieser Kathedrale durfte ich ein Bild von einer Familie machen und der Familienvater war sehr begeistert davon. Überall gibt es auf jeden Fall romantische Ecken, wo man sich hinsetzen könnte. Alle Küstenstädte haben diesen ähnlichen Flair und hier könnte man auf jeden Fall auch mehrere Tage verbringen. Sehr angenehm.